Drei Jahre wird es dauern, bis das Projekt abgeschlossen ist. Die gefangenen Rotbauchhörnchen werden eingeschläfert, damit uns die Bäume an der Côte d'Azur noch lange erhalten bleiben. Es war einmal ein Automechaniker in den USA und der hatte ein Problem. Er liebte die Umwelt und Oldtimer. Eines Tages hatte dann seine Frau die zündende Idee. Duke könnte doch die alten Autos einfach auf Strom umrüsten. Heute ist Duke mit sich und der Umwelt im Reinen. Ein Online-Interview mit Oriane Raffin. Ich habe mit einer Kfz-Werkstatt angefangen und nebenbei mit Oldtimern gehandelt. Und als mit den Jahren die Spritpreise immer höher stiegen, sagte meine Frau irgendwann, du solltest was für die Umwelt tun. Da mir das Design der Elektroautos nicht gefiel, beschloss ich, schöne alte Klassiker umzurüsten. Der erste war ein Mustang von 1965. Der fährt jetzt zu 100% mit Strom. Das brachte die Dinge ins Rollen. Ich begann mich eingehend über die neue Technik zu informieren. Bis heute habe ich 15 Wagen umgerüstet. Und die Leute lieben es, ihr Auto an der Steckdose aufzutanken. Das war's von uns für heute. Kommentare wie immer unter arte.tv/global. Bis morgen. Tschüss. Mit Competitive Intelligence, auf Deutsch so viel wie Konkurrenzaufklärung, versuchen Unternehmen und Staaten in unserer globalisierten Welt ihre Marktanteile zu behaupten und neue hinzuzugewinnen. Die Grenzen des Begriffs sind ungenau, aber es geht dabei sowohl um Verteidigung als auch um Angriff. Und das in einem äußerst rauen globalen Umfeld. Bei Competitive Intelligence spielen drei Hauptaspekte eine Rolle. Die Beschaffung von Informationen,
der Schutz eigener immaterieller und materieller Güter und die Einflussnahme durch Lobbyismus und Handelsdiplomatie. Wie funktioniert das genau? Beginnen wir mit dem ersten Bereich, der Beschaffung von Informationen über die Konkurrenz. Dazu gehören eine Reihe von Methoden und Maßnahmen zur Erhebung von Daten und Informationen. Ständig überwacht werden offizielle und inoffizielle Quellen, wie allgemein oder eingeschränkt zugängliche Seiten im Internet, Datenbanken, Diskussionen und sogar Gerüchte in sozialen Netzwerken und natürlich die allgemeine und die Fachpresse, wissenschaftliche Tagungen und Fachmessen. Die gesammelten Informationen werden sortiert und analysiert und die wichtigen Daten und strategischen Informationen werden zu gegebener Zeit an staatliche Stellen und Unternehmen weitergegeben. Über ein vollständiges nachrichtendienstliches System verfügen zum Beispiel die USA. Durch Satelliten, Bodenstationen und sogar ein U-Boot verfügt die National Security Agency, der US-amerikanische Militärnachrichtendienst, über ein erdumspannendes Abhörnetz namens Echelon. Daran beteiligt sind mehrere verbündete Staaten, Großbritannien, Kanada, Neuseeland und Australien, denen sich weitere Staaten mehr oder weniger eng angeschlossen haben. Das Spionagenetz Echelon stammt ursprünglich aus den Zeiten des Kalten Krieges, wird aber seit dessen Ende auch für die Beschaffung wirtschaftlich relevanter Informationen genutzt. Das Netz besteht in erster Linie aus zahlreichen riesigen, unter Radarkuppeln verborgenen Antennen. Diese sind dank der geografischen Lage der Mitgliedsländer über die ganze Erde verteilt. Abgehört werden vor allem Kommunikationen über die Satelliten von Inmarsat und Intelsat. Angezapft werden aber auch Unterseekabel. Ein Fall von Industriespionage, der 1995 Aufsehen erregte, war der Verkauf von Radaranlagen an Brasilien. Um den Auftrag bewarben sich das US-Unternehmen Raytheon und der französische Konzern Thomson CSF. Den beiden Schwergewichten der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie winkte ein Auftrag im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar für ein System zur Überwachung des brasilianischen Regenwaldes. Damals soll US-Präsident Putin über Echelon Solche Beziehungen zwischen Unternehmen, Staat und Nachrichtendienst gibt es natürlich nicht nur in den USA. So verfügt auch Frankreich über ein eigenes Abwehrnetz. Die Anlagen befinden sich vor allem im südwestfranzösischen Industrie- und Handelskammern in 74 Ländern und natürlich durch die Wirtschaftsabteilungen der französischen Botschaften. Jedes dieser Netze übermittelt relevante Informationen zum richtigen Zeitpunkt und vor allem an den richtigen Empfänger. Denn bei Competitive Intelligence geht es auch um den Schutz eigener Informationen und Einrichtungen. Das ist der zweite Hauptaspekt. Die Bedeutung des Datenschutzes wird an drei Beispielen illegaler Angriffe deutlich, bei denen Daten bzw. Informationssysteme ausspioniert, gestohlen oder beschädigt wurden. Denn durch das Internet sind Unternehmen und Behörden anfälliger geworden. 2009 deckte die Universität Toronto einen umfangreichen Fall von Internetspionage auf. Drei der vier identifizierten Server standen in der chinesischen Provinz. Der vierte war eine Provider in Kalifornien. Nahezu 1300 Computer in fast 100 Ländern wurden weltweit infiziert. Die Hacker des GhostNet genannten Spionagenetzwerks hatten sich Zugang zu Computern in Südasien, aber auch in anderen Regionen der Welt verschafft. Botschaften internationaler Organisationen, Medien, NGOs und mehrere Vertretungen der tibetischen Exilregierung. Im Frühjahr 2011 war der japanische Elektronikkonzern Sony das Opfer eines umfangreichen Hackerangriffs über seine Online-Angebote PlayStation Network und Sony Music.
Ausgabe wurden mehrere Millionen Nutzer.